Moin Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute werden wir mal wieder eins mindestens, sehr wahrscheinlich sogar zwei von meinen Elva Inform Sets, ja, halt öffnen, die ich ja immer für die Top 100 bekomme. Und ich habe in der letzten Woche ja mein Set nicht geöffnet, denn ich dachte, dass ich das einfach mal aufspare. Und ja, es hat sich hoffentlich gelohnt, denn es gibt ja jetzt hier gerade ein neues Team of the Week mit natürlich dem 96er Cristiano Ronaldo. Und ich nehme das Video jetzt am Mittwochabend auf. Auch wenn es jetzt schon relativ spät ist, habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich jetzt noch vor den ganzen neuen Weekend-League-Belohnungen ziehen kann. Also die ganzen Spieler sind noch relativ viel wert. Ihr seht hier zum Beispiel ein Roberto Firmino, über 500.000. Ja, wäre natürlich ganz cool, wenn wir einen von den dreien ziehen. Ansonsten wäre ich auch mit einem Jan Vertonghen sehr zufrieden. Der ist auch bei knapp 180.000. Ihr seht, es gibt mal wieder sehr, sehr viele 81er. Also insgesamt gibt es, glaube ich, 18 Spieler über 81. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man einen von den wirklich guten zieht, ist natürlich sehr gering. Aber es ist Cristiano Ronaldo mit dabei. Da müssen wir einfach unser Glück versuchen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dann mein Set, was ich morgen kriege, auch öffnen werde. Ich habe jedenfalls schon die 100k-Sets geöffnet. Die habe ich euch jetzt wahrscheinlich schon mal ein bisschen eingeladen, denn das war mein bestes Set in ganz FIFA 18. Einfach Kevin De Bruyne und Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, vom FC Arsenal. Das Pack war insgesamt irgendwie 700k wert oder so. Wahnsinn. Und die Packs haben sich auf jeden Fall ziemlich gelohnt, das wollte ich euch noch zeigen. Also wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, ob ich mein zweites Elva Inform Set auch noch aufmache. Das wird sich dann entscheiden, je nachdem, wie gut das jetzt ist. Ich würde sagen, ich will nicht lange drum rumreden. Ihr wollt sowieso alle sehen, was drin ist. Vielleicht haben wir Glück und es ist Cristiano Ronaldo. Ihr wisst, ich brauche die Münzen eh nicht mehr so ganz dringend. Ihr habt mein Team sowieso schon in den letzten Videos immer gesehen. Wir schauen einfach mal ultimatives Team of the Week Set und gucken, was drin ist. Come on. Das kann doch, ich hoffe mal zumindest irgendwie Argentinien oder Brasilien, das wäre natürlich überragend. Es wird Kramaric, nein. Ich meine, er ist immer ein 80k wert, aber ich habe es leider erwartet. Deswegen, ich bin jetzt nicht so wirklich ganz enttäuscht. Ich muss aber sagen, er hat eine extrem starke Karte. Und im März muss ich auch bei der virtuellen Bundesliga halt nur mit Bundesligaspielern spielen und wir dürfen in unser Team halt nur Spieler stellen, also nur maximal drei Spieler stellen von einem Club. Und da ist, glaube ich, Kramaric als Zehner könnte ja ganz gut sein. Werde ich mir zumindest mal überlegen. Also eine sehr ordentliche Karte. Ich hoffe mal, dass vielleicht Vertonghen noch drin ist. Oder ich weiß nicht, ob es Vertonghen oder Alderweireld war. Ist natürlich auch nicht drin, Parejo, naja gut, Kramaric war glaube ich aber so bei 70k oder so. Es geht noch in Ordnung, ihr seht, es kostet gerade halt noch 69.000. Das ist noch ganz in Ordnung, wir schauen einfach mal sonst noch mal ganz kurz durch hier. Parejo, ich glaube so 30, 40k, oh, doch vielleicht noch 50, auch das eher 40k, aber auch das, damit mache ich mit dem einen schon mal 100k, so 250, 300k. Werde ich schon noch irgendwie mit dem Pack machen. Dafür waren ja meine 100k-Sets überragend. Und wie schon eben gesagt, die Münzen brauche ich nicht mehr so wenig. Denn es dauert ja wahrscheinlich eh noch so gefühlte 5 Monate, bis mal Prime R9 und Prime Hullet rauskommen. Also von daher brauche ich mir da gar keinen Stress machen. Und ja, der ist noch ein bisschen was wert. Und ich glaube, Moses hat auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Hat er noch Forster Skills? Hat er sogar. Auch der kostet noch so 50.000, gehe ich mal davon aus. Also ich habe schon so ja, ein paar Spieler, die so knapp 50.000 wert sind. So, ein neuer Tag und hoffentlich neues Glück. Ich dachte mir, komm, ich möchte euch auch jetzt hier zu diesem Team of the Week noch mein zweites Team of the Week Set zeigen. Denn das sind ja auch meine 40-0 Rewards und die weiß ich nicht. So oft macht man jetzt zwar nicht 40-0, ich habe es glaube ich 7-mal geschafft in FIFA 18. Aber ja, halt logischerweise auch nicht jede Woche. Und von daher ist es ja immer wieder was Besonderes, wenn man 40-0 holt. Und ich denke, die meisten von euch wissen ja noch, dass man theoretisch Cristiano Ronaldo ziehen kann. Und von daher schaue ich einfach mal, wir holen uns mal unsere Preise ab. Ihr seht hier, ich kam weltweit auf Platz 8, also ein sehr, sehr gutes Ergebnis. 200.000 Münzen, 400k-Sets, die werden wir logischerweise auch ziehen. Und ich hoffe dann natürlich, dass wir ähnlich gute 100k-Packs haben, wie halt in der letzten Woche. Ich habe euch ja die Packs
zum Start des Videos gezeigt. Jetzt aber die ganzen Packs live auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem ersten 100k-Set und schauen mal, was EA uns so gibt. Es gibt ja auch noch Man-of-the-Match-Karten. Ich glaube, irgendwie Iron Robben oder so. Leider noch keine neuen Man-of-the-Match-Karten. Und wir ziehen gleich mal Mbappé. Gestern hat er ja noch sehr, sehr stark gespielt in der Champions League, obwohl ja, Paris verloren hat. Aber Mbappé, ich weiß gar nicht, was der noch wert ist. Das ist natürlich ein 83er. Man kennt es. Aber ein 83er, okay, der hat schon wieder noch eine Range bis 47k. Immerhin 20.000 kostet er noch. Ich sag mal so, es ist in Ordnung. Ist aber jetzt auf jeden Fall auch nicht grandios. Ansonsten sehr viele 81er. Ich weiß nicht, wie man da überhaupt noch so verkaufen kann. Ich glaube, großartig viel mehr als die hier. Und ja, 12.600 Münzen, immerhin. Wir nähern uns auf jeden Fall mal wieder den 2 Millionen Coins. Es gab ja auch neue Prime-Icons. Und zwar einmal Larsson, Rijkaard und auch der Saï. Ich mache vielleicht Rijkaard. Den fand ich nämlich auch schon immer ziemlich stark. Und den kann ich, glaube ich, sehr gut in einer 4-2-3-1 einfach mal spielen. Neben Vieira, denn er ist ja so ein bisschen so wie Vieira, würde ich mal sagen. Halt auch sehr, sehr groß. Und vielleicht mache ich den kann man ja dann auch später wieder für eine neue Prime-Ikone eintauschen. Erstmal ziehen wir den Innenverteidiger von Newcastle, den kenne ich logischerweise noch. Den habe ich ja auch in meinem ersten Elfer Inform-Set gezogen, war aber auch schon gestern sogar am Mittwoch nur 10k wert oder irgendwie 15k, weil der spielt halt in der Premier League. Hier könnt ihr es sehen, so für knapp 15k habe ich den zumindest gestern noch losbekommen. Ansonsten, naja, ich werde ihn einfach auch hier wieder anbieten. Aber auch das macht mich jetzt nicht reich, muss man ganz klar sagen. Bis jetzt waren die beiden 100k-Packs noch nicht so gut. Wir schauen mal. Hier haben wir vielleicht auch noch Cuadrado. Der ist vielleicht noch 1-2k wert. Und ansonsten hier die ganzen Spieler unter 82. Damit kann man leider jetzt nichts mehr anfangen. Und deswegen können wir die auf jeden Fall mal abstoßen. Und wir ziehen einfach mal das nächste 100k-Set. Come on, das sind 4 Stück insgesamt. Wenigstens ein Spieler irgendwie über 50k, das wäre doch mal was. Aber es ist halt so schwierig im Moment. Spanien, ZOM. Ah, leider nicht David Silva, sondern mit einem 84er Rasenjo wird dann wahrscheinlich auch nicht viel mehr als 3-4k wert sein. Und dazu haben wir hier noch Santi Cazorla. Aber wir haben immerhin relativ viele 83er. Das ist dann wieder in Ordnung. Wobei, ganz ehrlich, dass man sich darüber schon freut, ist eigentlich auch ein bisschen traurig, wenn man ganz ehrlich ist, in einem 100k-Set, aber immerhin ein paar 83er, die lassen sich zumindest mal auf den Transfermarkt stellen. Und die muss man nicht instant direkt abstoßen. Ansonsten haben wir hier noch Nastasic drin gehabt, Meier, also zwei Schalker und natürlich Asensio. Den packe ich auch mal drauf und den Rest können wir dann wieder abstoßen. Und dann kommen wir schon zum letzten 100k-Set. Und dann ziehen wir natürlich wieder mein Elfer Inform-Set und gucken mal. Letztes 100k-Set, auch das wird kein Inform, kein Man of the Match. Aber es wird Kroatien. Natürlich nicht Modric oder so. Der 84er Perisic. Ich hoffe natürlich gleich, dass wir nicht nochmal diese kroatische Leinwand sehen. Denn, das war ja eben im Video nicht so überragend, mein Set. Ich werde es logischerweise halt jetzt nochmal probieren, denn man hat trotzdem ein paar Spieler, die echt sehr viel wert sind. Und irgendwo denke ich mir so, ich brauche halt irgendwann auch einfach mal Glück und vielleicht ja jetzt und dann ziehe ich einfach mal einen Cristiano Ronaldo oder halt Aguero oder so. Also irgendwann braucht man sowieso Glück. Wir schauen es uns jetzt an. Ultimatives Team of the Week Set. Come on. 11 Informs. Bitte etwas besser als gestern. Bitte. Come on, yay. Gib mir wenigstens einen Roberto Firmino oder so. Damit wäre ich schon voll zufrieden. Wir machen es auf. Was ziehen wir? Oh. Mann, das ist so traurig, ne? Das ist einfach so traurig. Ich kann es euch jetzt mal sagen. Ich wollte es extra nicht vor dem Video sagen. Ich habe jetzt mittlerweile, ich war mit FIFA 17 und jetzt FIFA 18, 52 Mal in der Top 100. Also ich habe jetzt mittlerweile 52 von diesen 11er Inform-Sets aufgemacht. Ja, 52 Mal. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ich habe zweimal den besten Spieler gehabt. Zweimal. Und 50 Mal
hatte ich entweder den zweitbesten und nicht mal. Ich glaube, ich hatte in FIFA 18, ich glaube, ich habe nicht einmal wenigstens den zweitbesten gehabt. Ich kann mich zumindest nicht so wirklich dran erinnern. Ja, wenn das einer von euch kann, dann mir gerne unten in die Kommentare schreibt. Ich habe ja wirklich jedes Set, ich weiß, glaube ich, auch irgendwie 20 Mal auch in FIFA 18 in der Top 100. Ich habe jedes Set hochgeladen. Ich glaube, ich habe nicht einmal einen von den besten beiden bekommen. Ich meine, ich habe trotzdem extrem viele Münzen, gerade weil ich immer unter die ersten 100 komme. Aber es ist schon ein bisschen frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Pack ist sogar noch ein bisschen schlechter als gestern. Wobei, wir haben immerhin hier noch Bernardeschi drin, aber dafür keinen Parejo. Aber Bernardeschi kostet so knapp 60k. Der wird jetzt wahrscheinlich auf 50k gesunken sein. Also wir haben wieder hier mit Moses, Zielinski, Bernardeschi und Kramaric ein paar Spieler, die so 40-50k wert sind. Auch mit dem Pack werde ich vielleicht wieder meine 250-300k machen. Aber ja, für 11 Informs geht das auf jeden Fall auch besser, das möchte ich sagen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wie immer, ich kann nichts für meinen Packluck. Ich kann mich immer nur unter die ersten 100 spielen. Und den Rest entscheidet leider EA. Ich würde mich trotzdem wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.